Nur keine Angst, Super Caillou wird dem Regen Einhalt gebieten. Die Wolke fühlt sich wie der Schwamm an, den Papi zum Autowaschen benutzt. Ich hab's! Ich quetsch das ganze Wasser heraus. Aufgehört da zu regnen, können wir rausgehen und spielen. Aber jetzt schlage ich vor, dass ihr euch ein Buch aussucht. An einem Regentag macht das Anschauen von Büchern besonders großen Spaß. Ja, gut. Hier, ich habe Hans und die Bohnenranke. Und es kommt ein Riese darin vor. Ich habe ein Buch über Dinosaurier gefunden. Und was willst du dir anschauen, Caillou? Ich möchte ein Buch über einen Superhelden haben. Und was für ein Superheld soll das sein? Ein Superheld, der machen kann, dass es aufhört zu regnen. Ich glaube nicht, dass wir so ein Buch haben, Caillou. Aber möchtest du vielleicht so eins schreiben? Wie wär's mit einer schönen Rose? Hübsche Blume. Willst du eine Lilie haben? Na gut. Hübsche Blume. Das Bild von Gilbert gefiel Caillou, aber für seine Omi wollte er doch noch etwas ganz Besonderes malen. Ich male jetzt ein Bild von Rosie. Rosie! Auch das Bild von Rosie gefiel Caillou, aber auch das war immer noch nicht das Richtige, was er Omi schenken wollte. Caillou dachte angestrengt darüber nach, was er für Omi malen könnte. Na, was ist, mein Hase? Was soll ich malen, Mami? Wie wär's mit einem... ja, Baum. Ich möchte ganz viele Farben nehmen. Was hat ganz viele Farben, damit ich es malen kann? Versuch es doch mal mit einem abstrakten Bild. Abstrakt? Abstrakt. Das bedeutet, du musst nicht genau das, was du siehst, abmalen, sondern du kannst alle Farben verwenden, die du willst und alles malen, was dir gerade einfällt. Zum Beispiel Kreise und Dreiecke und Sterne? Klar, alles, was du willst. Da fand Caillou, dass es Spaß machen müsste, abstrakt zu malen. Fertig, Lucky? Dann los! Bitte? Wenn wir in der Stadt sind, kriegst du so viele Karotten, wie du willst. Ja! Vorwärts, Lucky! Howdy, Kumpel! Hier, das ist für dich, Lucky. Ich hab Lucky Karotten mitgebracht. Darf ich sie ihm geben? Klar. Leg sie auf deine Hand und mach die Hand ganz flach, so wie ich. Oh. Pass auf, dass du dich nicht schmutzig machst.
wie siehst du denn aus? Lass dich mal sauber machen. Ich wollte mich nicht schmutzig machen, aber das Heu blieb einfach kleben. Caillou hätte Kirsten beinahe nicht erkannt. Sie sah in ihrem Hochzeitskleid völlig anders aus. Nicht verschütten, Rosie! Entschuldigen Sie bitte. Ich hab einen. Entschuldigen Sie. Da ist er ja. Ich hab sie. Essen, wie sie wollen. Sogar Monster können Bauchweh kriegen von zu vielen Bonbons. Heb dir die Bonbons lieber für heute Abend auf. Ein Monster? Was für eine tolle Idee. Nach dem Mittagessen nähe ich dir aus dem blauen, pelzigen Stoff ein Kostüm. Danke, Mami. So, fertig. Ein von Mami selbst genähtes Mini-Monster-Kostüm. Caillou konnte es nicht erwarten, seinen Freunden den Fellanzug zu zeigen. Psst. Guck mal, Rosie. Ein Cowboy und eine kleine Hummel. Süßes oder es gibt Saures. Rosie, was bist du? Prinzessin Michi-Clown. Wo ist Caillou? Ich möchte so gern sein Kostüm sehen. Bereit, Monster Caillou? Bereit. Ich bin's nur. Klasse Monsterkostüm hast du, Caillou. Danke. Möchtet ihr ein paar Monsterbonbons? Bum-bum! Es ist schon gut. Wir werden vielleicht laufen. Ich bin ein Zauberer, der Drachen zähmen kann. Und ich werde jetzt diesen Drachen zähmen. Kleiner Drache, du bist jetzt gezähmt. Du bist jetzt ein lieber kleiner Drache. Du brauchst jetzt nicht mehr böse sein und Leute zu erschrecken. Alle wollen jetzt deine Freunde sein. Dieser Drache ist jetzt zahm. Er erlaubt mir, dass ich auf ihm reiten darf. Los, mach ein Foto, Clementine. Mach ich. Wir fliegen. Ja! Ja! Juhu! Schön.
Jetzt, wo das Licht wieder an ist, müsst ihr ins Bett gehen. Caillou und Sarah waren enttäuscht, dass alle Lichter wieder brannten. Sie hatten so viel Spaß gehabt. Aber Gilbert war jetzt ein bisschen müde. Seid ihr soweit? Können wir in unserem Zelt schlafen? Wir zelten mitten im Wald. Gut, dann hole ich schnell noch ein paar Decken für euch. Guck mal, ich kann ein Häschen machen. Hier im Wald gibt's viele Häschen. Und Rehe. Und Eichhörnchen. Und Bären natürlich auch. Riesige Bären, sie sind die größten Tiere im ganzen Wald. Caillou stellte sich vor, dass er wirklich mit all diesen Tieren im Wald zusammen war. Was ist los, kleines Häschen? Hast du Angst vor der Dunkelheit? Du kannst mit mir mitkommen. Ich bin Waldranger Caillou und ich habe keine Angst im Dunkeln. Hast du etwa auch Angst im Dunkeln? Los, komm mit uns mit. Jetzt passt mal auf. Ich kann ein kleines Häschen machen. Und einen Bären. Hab keine Angst, das ist kein richtiger Bär. Eigentlich solltest du überhaupt keine Angst vor Bären haben. Du bist doch ein Bär. Du musst das Tor anpeilen und die Kugel durchschlagen. Caillou wollte gern wissen, wie weit die Kugel fliegen würde, wenn er sie mit großem Schwung kräftig abschlägt. Einfach. Sie muss ja nicht unbedingt bis nach Afrika fliegen. Nicht geschafft. Ach, das macht nichts. Du darfst noch mal schlagen. Sonderregel für Anfänger. Hm? Oh, das war doch prima, Caillou. Du bist in Naturbegabung. Aber irgendetwas stimmt mit deiner Kugel nicht. Ja, das glaube ich auch. Hey, das ist ja gar nicht meine Kugel. Das ist ein Apfel. Du bist ganz genauso wie dein Opi. Der hat mir auch dauernd Streiche gespielt, als er klein war. Caillou fand es toll, dass er seinem Opi ähnlich war. Aber er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass der auch mal ein kleiner Junge gewesen war. Aber es dauerte eine Ewigkeit. Langsam wunderte sich Caillou, wo der Weihnachtsmann so lange blieb. Dann fiel ihm ein, dass der Weihnachtsmann am Heiligen Abend allen Kindern auf der ganzen Welt Geschenke liefern musste. Wenn der Weihnachtsmann doch nur einen Gehilfen hätte, dann könnte er seine Geschenke auch schneller verteilen. Ach du meine Güte, man sieht ja gar nicht, wo man ist, wenn es so stark schneit. Wo sind wir, kleiner Gehilfe? Wir sind jetzt genau über meiner Straße. Oh, tatsächlich? Nun gut. Jason und Jeffrey sind die Nächsten auf meiner Liste. Weißt du, wo sie wohnen? Da unten. Das ist ihr Haus, Weihnachtsmann. Großartig. Ho, ho, ho! Oh, zum Glück begleitest du mich heute Nacht, Caillou. Ohne deine Hilfe hätte ich mich völlig verirrt.
Ich könnte dem Weihnachtsmann sicher helfen. Unter der Decke war es so kuschelig warm, dass es Caillou schwer fiel, nicht einzuschlafen. Caillou beschloss, seine Augen nur für einen Augenblick zuzumachen. Ho, ho, ho! Fröhliche Weihnachten, Caillou! Caillou war enttäuscht, dass Rosie nicht über seinen Scherz gelacht hatte. Caillou, komm runter, ein Anruf für dich. Ich komme. Hallo? Wer ist es denn, Caillou? Ich weiß nicht. Es klingt wie ein Dinosaurier. April, April. Das war ein guter Streich, Mami. Jetzt bist du aber dran, mir einen Streich zu spielen. Okay. Caillou überlegte, welchen guten Streich er jetzt Mami spielen könnte. Fiel ihm ein, wie er Mami noch besser austricksen könnte. Das ist aber komisch. Ich war mir ganz sicher, dass meine Hausschuhe hier irgendwo sind. Karotten? Hier, bitteschön, lasst es euch schmecken. April, April, reingefallen. Wirklich? Ja, aus denen will ich einen Steinweg machen. Ich muss aber noch welche kaufen. Da kann ich einen Steinexperten gut brauchen. Willst du mit mir kommen? Ja! Obi fuhr mit Caillou zu einem Steinlager. Das ist ein Ort, wo große Leute große Steine kaufen. Toll, rote Steine. Ui, und weiße Steine. Und durchsichtige Steine. Ist der riesig. Obi, der Stein hier ist größer als ich. Da hast du recht, aber sieh mal dort drüben. Oh, das hier sind bestimmt die allergrößten Steine auf der ganzen Welt. Möchtest du mal zusehen, wie hier aus den großen Steinen kleine gemacht werden? Ja! Caillou war sehr aufgeregt, weil er zusehen durfte, wie der Mann Steine zerkleinerte. Er überlegte, wie es wohl wäre, wenn er das selber tun dürfte.